So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kuhmarkasten TV. Heute Lob Edition. Ich füge mal einfach mal ein paar zusammen, dann geht es ein bisschen schneller. Es wird eigentlich falsch benutzt so. Ein Kummerkasten ist dafür da, dass man Kummer reinschmeißt, ja. Muss ich hier nochmal die Leute ermahnen. Kannst du aufhören, dich zu beschweren, wenn wir Lob kriegen? Das wäre super. Ja, ich möchte mehr davon. Der erste, es ist eigentlich auch wirklich ein Kummer-Eintrag. Mich stört gewaltig, dass es keine, in Anführungsstrichen, das habt ihr gut gemacht, Box gibt. Wahrscheinlich, weil ihr die dreimal am Tag ausleeren müsstet. Naja, schade. Dann eben so, gut gemacht, weiter so. Und an anderer Stelle auch nochmal. Also ich finde alles super. Ja, okay. Ich informiere ja auf unserem Mixbodyshop Vlog auch ein bisschen so über unsere Sachen. Und da stand letztes Mal auch so, ja gut, die ersten paar Jahre als so Start-up, und das sind wir ja eigentlich, sind halt ein bisschen schwer, aber Menschen müssen da durchhalten und so weiter. Und so ist es halt. Ich meine, man darf sich nicht immer, man darf sich nicht über irgendwas beschweren, was man sich selber, glaube ich, eingebrockt hat. Und beschweren und jammern und so weiter, das hilft auch nicht weiter. Und am Ende ist man immer selber dafür verantwortlich, was man gemacht hat. Und wir wollten das unbedingt machen. Es war ein großer Traum von uns und jetzt haben wir es gemacht und jetzt müssen wir jetzt durch. Und wie gesagt, wir versuchen das halt im Dialog zu machen und nicht irgendwie nur unser Ding durchzuziehen, weil das machen auch viele und das finde ich dann nicht ganz so cool, sondern es kommt immer darauf an, was ihr natürlich wollt. Ne? Und also ohne Witz, diese Kummerkastengeschichte, ich finde das wirklich richtig geil, weil ich persönlich war oft in anderen Studios oder sowas und hatte da eigentlich immer so auch irgendwie, also ich bin da kein Mensch, der irgendwie gerne so Sachen an einfach Trainer rangibt, die eigentlich überhaupt nichts dafür können. Das ist genauso, wie wenn ich im Lokal bin und dann der Bedienung sage, wie scheiße das Essen war. Die Bedienung kann da überhaupt nichts dafür. Also ich versuche das mittlerweile, mich zu zwingen, damit eben der Koch auch besser wird, das trotzdem weiterzugeben. Aber ich versuche es halt dann immer so neutral, wie es geht, eben der Bedienung rüberzugeben. Aber das ist halt, das gibt es halt ganz oft. Und ich finde es wirklich, wirklich, also ich hätte mir das gewünscht, wenn ich in einem Studio gewesen wäre, dass man eben da so einen Kummerkasten hat, damit man einfach anonym Sachen reinschreiben kann, die einen stören. Und das hilft uns unglaublich. Ja. Das ist, also wirklich. Wir versuchen natürlich schon, dass das so ein Studio von Sportlern oder von Fitnessbegeisterten für Fitnessbegeisterte ist. Aber man kann halt auch nicht hundertprozentig an alle Sachen denken. Ja? Und das ist das, was du gesagt hast, das ist immer ganz witzig, weil ich glaube, jeder hat schon mal irgendwie einen bei seinem Telefonanbieter oder sowas angerufen und hat dann vielleicht die Dame oder den Herrn an der Hotline vielleicht ein bisschen schroffer anreden müssen. Und ich habe dann auch irgendwann im Laufe der Selbstständigkeit habe ich dann auch so gemerkt, okay, das muss zwar jetzt raus bei mir, aber ich sage dann meistens schon dazu, es tut mir jetzt leid, Sie müssen sich das jetzt anhören, aber ich weiß, Sie sind die Falsche oder der Falsche, aber Sie müssen sich jetzt trotzdem anhören, weil es muss bei mir raus. Und schon ist eine ganz andere Atmosphäre geschaffen. Nichtsdestotrotz, bei uns ist es halt so, wir sind halt auch die direkten Ansprechpartner. Bei uns, wenn man uns was sagt, dann geht das auch direkt ans Unternehmen, sage ich jetzt mal. Das ist halt in anderen Studios, wo es halt vielleicht auch mehrere Studios gibt, da kann auch niemand was dafür. Das ist, die Natur dieses Geschäftes oder dieses Geschäftskonzeptes. Aber bei uns kommt es halt direkt an und da war eben die Idee mit dem Kummerkasten TV oder mit dem Kummerkasten und dann mit dem Kummerkasten TV war für uns eigentlich eine logische Konsequenz, dass man wirklich sagen kann, Mensch, wir können irgendwie nicht an alles denken und wir haben mit Sicherheit auch zu dem einen oder anderen Thema eine andere Ansicht und eine andere Meinung und deswegen sprechen wir es vielleicht intern gar nicht an, aber wenn dann von extern das Ganze kommt, dann ist das wie so ein Wake-up-Call, wie so ein Wecker, der sagt, boah, ja klar, logisch, entweder wir haben schon lange nicht mehr dran gedacht oder ah, das habe ich so noch gar nie gesehen, dass das auch so und so aufgenommen werden könnte und deswegen ist das halt eine super Sache. Ja, klar. Und ich finde es, also wir haben ja nochmal den Step weitergemacht mit dem, dass wir die Videos jetzt auch nochmal machen, weil ich einfach das interessant finde, wie wir damit umgehen. Also das ist ja nochmal eine andere Sache. Man kann ja da ruhig was reinschmeißen und dann wird es von uns gelesen, aber keiner weiß, ob das dann von uns angeschaut wird oder keiner weiß, ob wir das irgendwie, ob wir das cool finden, ob wir das scheiße finden. Und eben jetzt hier mit dieser Sache versucht man natürlich wirklich alles irgendwo aufzugreifen. Und wenn es halt mehrere Sachen sind, die auf einmal reinkommen,
was es jetzt natürlich auch schon gibt, dann in einem großen Video irgendwie zusammenzufassen, weil dann ist es ja wirklich ein Kummer, der bei mehreren Leuten da ist. Und ja, ich finde es selber eine wirklich sehr, sehr geile Sache mit dem Kummerkasten und freue mich auch jedes Mal, wenn da wirklich wieder was drin liegt. Und immer her damit, ohne Witz. Ihr könnt es nur besser machen. Ja, das ist halt so bei uns ein bisschen Firmenphilosophie, gell? Also nicht nur im Fitnessstudio, sondern auch bei uns bei MBS Sports und so weiter, dass wir halt wirklich sagen, das ist jetzt keine Unternehmung oder keine Kette oder sonst was, sondern es ist eine Familie. Und als Familie, glaube ich, geht man mit bestimmten Sachen auf eine bestimmte Art und Weise um, die anders ist, als jetzt zum Beispiel das bei Firmen oder in einer Firma wäre. Und deswegen, es gibt nichts Besseres, glaube ich, oder ich glaube, jeder hat einmal schon einen Chef gehabt, wo man gesagt hat, jetzt gibt er mal wieder vielleicht Lack oder Anschiss für irgendwas und erklärt mir das Ganze aber gar nicht. Und ich finde, das hier ist die gleiche Ebene, mehr oder weniger. Und wir wollen immer alles erklären, was man irgendwie erklären kann. Und wenn man zum Beispiel sagt, Mensch, wir hätten gerne einen Kabelzug, dann müssen wir halt also ehrlich sein und uns hier hinstellen, auch vor die Kamera stellen mit unseren Gesichtern hier drin und sagen, wir können es uns nicht leisten, aber wir würden gerne. Das ist dann keine Jammerei, sondern es ist eine, ja, wir stellen uns dem Ganzen. Und so ist es eigentlich Firmenphilosophie in allen unseren Unternehmungen, sage ich jetzt einmal, dass wir sowohl mit der Belegschaft als auch mit den Kunden oder mit den Mitgliedern dementsprechend umgehen wollen. Wir wollen schon erklären, welchen Grund es dafür gibt, wenn etwas vielleicht nicht so, ja, ich sage mal, zur optimalen Zufriedenheit irgendwie gelöst ist. Und das gehört dazu. Ja. Und je mehr da für uns an Feedback kommt, desto besser ist es. Ja.